Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es soll vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Mit dem Wochenspruch aus Lukas 18, Vers 31, grüße ich Sie sehr herzlich hier zum Gottesdienst in der Sonnenhalde, live vor Ort und auch an den Bildschirmen. Schön, dass Sie sich haben einladen lassen, um zu sehen und zu hören von dem Menschensohn. Wir gehen ja ein jetzt in die Passionszeit und wir wollen dem in dieser kommenden Zeit jetzt nachspüren, was es bedeutet. Was passiert in Jerusalem, wo sich die Ereignisse zuspitzen? Mein Name ist Alexander Grippentrog, ich bin Vikar in Kornweiler und heute darf ich zum ersten Mal ganz alleine ohne Pfarrer Gerlach hier bei Ihnen sein und ich freue mich sehr. Wir richten uns auf Gott aus. Der verspricht uns, nahe zu sein. Gott ist gegenwärtig. Das wollen wir jetzt singen. Die Nummer 165 im Gesangbuch. 165. Und wir singen die Strophen 1 bis 3. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und wir beten gemeinsam Psalm 51. Das ist im Gesangbuch die Nummer 727. 727. Wir beten den Psalm ganz versweise. Ich werde anfangen und bitte Sie dann immer den zweiten Vers zu beten. 727. Der Psalm ist überschrieben: Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir.
auf dass du Recht behaltest in deinen Worten und rein dastehst, wenn du richtest. Lass mich hören, Freude und Wonne, dass die Gebeine fröhlich werden, die du zerschlagen hast. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Wir beten weiter. Gott, wir kommen vor dich. Jeder und jede Einzelne. Wir kommen vor dich mit allem, was uns freut, was uns gelungen ist, was uns begeistert. Wir kommen auch vor dich mit dem, was uns nicht gelungen ist, wo wir gesündigt haben gegen dich und auch gegen die Menschen, denen wir begegnet sind. Wir merken, dass wir so, wie wir sind, nicht zu dir passen. Danke, dass jetzt die Zeit ist, darüber nachzudenken. Und danke, dass du uns in deinem Sohn Jesus Christus einen Ausweg aus unserer Sünde geschenkt hast. In der Stille erzählen wir dir jetzt, was uns bewegt. Der Herr spricht, ihr ruft mich an, darum will ich euch erhören. Ich bin bei euch in der Not. Ich will euch herausreißen und zu Ehren bringen. Lasst uns jetzt gemeinsam Gott um Erneuerung unserer Herzen bitten. Mit dem nächsten Lied, die Nummer 389. Ein reines Herz, Herr, schaffe in mir. 389. Wir singen die Strophen 1 bis 5, 389.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Herr, gib uns jetzt ein Wort für unser Herz. Du hast es uns schon oft gegeben. Und gib uns auch ein Herz dann für dein Wort und hilf uns, dass wir danach leben. Amen. Liebe Bewohner und Mitarbeiter hier in der Sonnhalde, wir sind ja seit Mittwoch oder bei den Evangelischen dann eher ab Sonntag in der Fastenzeit. Und mich würde einmal interessieren, wer von Ihnen denn vorhat zu fasten? Gibt es da jemanden? Gerne melden. Nicht so wirklich. Ja, ist auch okay. Ich muss auch selber zugeben, dass ich auch kein großer Faster bin, sondern doch eher auch der Genießer. Und wer gerne genießt, dem fällt das Fasten ja auch manchmal eher schwer. Aber zuletzt habe ich jetzt eine Idee zum Fasten gehabt, die mir durchaus einleuchtet. Und davon möchte ich Ihnen heute erzählen. Fasten bedeutet ja verzichten. Verzichten auf Dinge, die ich eigentlich zum Leben nicht wirklich brauche. Und wenn ich faste, dann merke ich oft, dass ich viel weniger brauche, als ich mir eigentlich immer wieder denke. Ein Dach über dem Kopf, Essen und Trinken und Menschen, die mich gern haben und die ich gern habe. Mehr brauche ich eigentlich nicht. Und je weniger ich brauche, desto weniger muss ich mich auch um Dinge sorgen. Denn alles, was ich brauche, was ich benötige, das bringt auch immer eine große Sorge mit sich. Habe ich das jetzt, diese Sache, habe ich den Fernseher, habe ich die Dinge, die ich eigentlich gar nicht brauche? Ich sorge mich darum. Sorgen macht eigentlich niemandem Freude. Aber ich denke, das ist genau dann trotzdem das Problem bei vielen Leuten, die fasten. Sie fasten zwar Dinge, verzichten darauf, aber die Sorge um diese Dinge ist eigentlich gar nicht weg. Da schwirrt dann doch immer noch das Bier oder der Fernseher oder die Schokolade im Kopf herum. Die Sorge um die Dinge ist nicht weg. Wie toll wäre es, wenn ich wirklich Abstand bekommen könnte von diesen Dingen und auch von der Sorge darum. Das wäre doch wie im Himmel, oder nicht? Ein Leben ohne Sorgen. Und deshalb, warum es nicht einfach mal probieren? Sorgen, fasten. Kann ich das? Geht das überhaupt? Petrus schreibt in der Bibel, alle eure Sorgen werft auf ihn, auf Jesus, denn er sorgt für euch. Was mache ich mit meinen Sorgen? Ich denke, wir sind alle mit einem großen Rucksack voller Sorgen hier. Und ich weiß nicht, ob es euch schon gelungen ist, diese Sorgen jetzt in den Liedern oder in den Gebeten abzulegen, vor Gott, vor Jesus zu bringen. Vielleicht nicht, denn manche Sorge sitzt tief und sie bestimmt mich. Sie bestimmt mein ganzes Leben. Die Sorge, wie es weitergehen wird in Zukunft, wie es unseren Kindern und unseren Enkeln geht, wie wir gut mit ihnen in Kontakt bleiben können und vielleicht auch, wie wir mit den Menschen in unserer Umgebung, mit denen es uns schwer fällt, auskommen. Die Sorge, sie quält uns. Ob kranke Menschen, die wir lieben, wieder gesund werden. Die Sorge ist da. Wenn ich Sorgen habe, dann bin ich ganz davon bestimmt. Ich kann dann gar nichts anderes mehr fragen und denken als, wie wird das wohl alles? Die Sorge, sie macht mich ängstlich, auch lethargisch. Sie zieht mich runter und sie raubt mir Hoffnung. Sie ist destruktiv und sie deprimiert. Wie soll das klappen? Wie wird das wohl? Geht das dann schief? Aber vielleicht auch, was werden die anderen sagen?
kann ich das wirklich tun oder werde ich mich blamieren? So fragen wir immer wieder und werden in unserem Leben dann leider allzu oft ausgebremst, von den Sorgen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Die Sorge, sie bestimmt mein Leben und alles dreht sich um sie. Die anderen Dinge bleiben auf der Strecke. Was sagt Jesus zum Sorgen? Ich lese uns aus Matthäus 6. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie? Wer ist aber unter euch, der seiner Länge, seinem Leben eine Elle zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, dass doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht vielmehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Mach dir keine Sorgen. Das ist leichter gesagt als getan. Und wenn es genügen würde, wenn es wirklich gelingen würde, dass mir jemand das sagt, mach dir keine Sorgen und alle meine Sorgen weg. Das wäre toll, aber so funktioniert es nicht. Und so einfach macht Jesus es sich auch nicht. Zunächst fällt mir in dem Text auf, es geht Jesus nicht darum, dass wir uns einfach um nichts mehr kümmern sollen. Denn auch die Vögel müssen sich ihre Nahrung ja immer noch beschaffen. Sie fliegen den ganzen Tag dafür herum und sie sammeln. Jesus ist nicht gegen Vorsorge oder Fürsorge, auch nicht gegen Seelsorge. Und so brauchen wir jetzt auch kein schlechtes Gewissen haben oder uns von Jesus angesprochen fühlen, wenn wir morgens früh aufstehen und überlegen, was es heute zu essen gibt. Oder wenn wir uns unser Zimmer schön einrichten. Oder auch wenn wir uns neue Kleidung kaufen. Auch Jesus hatte mit seinen Jüngern eine Kasse. Auch er hat nicht einfach ins Blaue hineingelebt. Und das sehen wir auch daran, wie er sich um alles gekümmert hat am Gründonnerstag. Wie er darauf Acht gehabt hat, dass seine Jünger ein gutes Abendmahl bekommen. Jesus hat nichts dagegen, dass du dir Gedanken machst über die Zukunft, dass du auch Verantwortung übernimmst und dich kümmerst um das, was kommt. Denn die Sorge, die gehört zum Wesen des Menschen und das ist auch gut so. Jesus sagt nicht, du darfst keine Sorgen mehr haben. Vielmehr will Jesus dir helfen, mit den Sorgen, wenn sie dich runterziehen, umzugehen. Aber manchmal beinhaltet das dann eben auch, sich über Dinge weniger zu sorgen. Jesus sagt, sorgt euch nicht um euer Leben. Und die Begründung dafür ist schlicht, es bringt nichts, es nützt nicht. Die meisten Sorgen, die ich mir über mein Leben mache, die haben weder einen positiven noch einen negativen Effekt. Sie verbessern nichts.
Manchmal verbaue ich mir sogar mit meinen ängstlichen Vorsorgen gute Pläne, die Gott für mich bereit hat. Kann mein Sorgen mein Leben verlängern? Nein, ganz im Gegenteil. Es ist sogar wissenschaftlich erwiesen, dass Sorgen das Leben verkürzt. Und deshalb ein erster Punkt. Sorgen, das ist manchmal nutzlos. Das scheint jedem von uns klar. Bei vielen Sorgen denke ich mir auch im Nachhinein, die hätte ich mir sparen können. Aber durch diese Einsicht werde ich die Sorge leider noch nicht los, denn sie sitzt nicht im Kopf, sondern sie sitzt in meinem Herzen. Und wenn ich mein Problem mit der Sorge loswerden will, dann muss ich auch nicht bei meinem Verstand ansetzen, sondern bei meinem Glauben. Zunächst möchten wir ja vielleicht sagen, das Gegenteil von Sorge ist Optimismus. Wenn ich immer optimistisch ins Leben gehe, dann muss ich mich nicht mehr sorgen. Aber ich glaube, das stimmt nicht. Es ist vielmehr der Glaube. Glauben bedeutet nämlich, Gott zu vertrauen. Gott, der weiß, was er uns gibt, was wir brauchen. Manchmal scheint mir auch meine Sorgen ein Barometer für die Größe meines Glaubens zu sein. Vielleicht kann man es auch so formulieren: Sag mir, wie groß deine Sorgen sind, und ich kann dir sagen, wie groß dein Glaube ist. Und deswegen auch ein zweiter Punkt. Sorgen ist manchmal auch gottlos. Denn hinter allem Fragen um die Sorgen, da steht eigentlich auch die Frage, wer ist dein Gott? Die Bibel sagt, sorge dich nicht ständig um dich selbst, sondern lass Gott sich um dich sorgen. Und auf diesem Hintergrund sagt dann auch Jesus, sorg dich zuerst um das Reich Gottes, so wird dir auch alles andere, alles, worum auch immer du dir Sorgen machst, zufallen. Erst wenn Gott alles ist, was du hast, wirst du auch merken, dass er alles ist, was du brauchst. Gib deine Sorge an Gott. Mach aus ihr ein Gebet. Dann wird sie leicht. Wer Gott nicht kennt, der definiert sich über sein Leben in dieser Welt, über seinen Erfolg, über die Gesundheit, über die Anerkennung. Und so ein Leben, das ist voll von Sorge. Aber wer Gott kennt, der definiert sein Leben als Gottes Kind. So heißt es auch in Galater 3, 26. Denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Wenn ich das wissen darf, dann wird meine Sorge klein. Ein dritter, letzter Punkt. Sorge dich um das, was bleibt. Sorgen, das kann ja, wie ich bereits angedeutet habe, nicht nur heißen, dass ich mich gräme, dass ich mir ständig Sorgen mache und dabei dann bedrückt bin. Nein, Sorgen, das kann auch etwas Positives bedeuten. Sorgen, sich um Dinge kümmern. Eine gute und positive Sache wichtig und ernst nehmen. Deshalb sorge dich um die Dinge, um die es sich wirklich zu sorgen lohnt. Dinge, die bleiben. Die Liebe zu den Menschen um dich herum. Die Liebe auch zu denen, die dich brauchen. Sorg dich um die. Und sorg dich auch um die Gemeinschaft mit Gott. Jesus spricht, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere, was ihr braucht, zufallen. Sorgen sind hochexplosiv. Sie können unser Herz zerreißen, unsere Motivation, unsere Kraft. Was tun mit meinen Sorgen? Friss sie jetzt nicht in dich hinein. Schluck sie nicht runter nach dem Motto, das schon Wilhelm Busch kannte, der sagte, es ist ein Brauch von alters her, wer Sorgen hat, hat auch Likör. Wer seine Sorge verdrängt, der vergiftet seine Gedanken damit. Wirf deine Sorge weg, bevor sie explodiert, in die Luft fliegt. Vertrau Petrus, wenn er auch dir zuruft.
Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Mach aus deiner Sorge ein Gebet, denn das Gebet ist der große Transformator, der auch jetzt aus deiner inneren Spannung und auch aus deiner inneren Sorge eine herrliche Freiheit machen kann. Die Freiheit der Kinder Gottes. Wir beten. Herr, wir danken dir für dein segnendes Handeln in all den Herausforderungen und all den Sorgen, mit denen wir konfrontiert sind. Wir danken dir jetzt auch für die Situationen, in denen du uns schon von Sorgen befreit hast. Und gleichzeitig stehen wir jetzt mit vielen Sorgen vor dir. Herr, bitte hilf uns, frei zu werden von unnötigen Sorgen. Hilf uns, Sorgen zu fasten in dieser Fastenzeit und uns so ganz auf dich auszurichten. Wenn wir auf unsere Welt blicken, erfüllt uns so manche Sorge, sei es bei den Armen und Kranken, bei den Kriegsgeschädigten und Ängstlichen, bei den Erdbebenopfern und bei den Geflüchteten. Schenk den Entscheidungsträgern dieser Welt Weisheit und gute Berater in den vielfältigen Herausforderungen unserer Zeit, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und alles, was uns sonst noch beschäftigt, was uns sorgt, das bringen wir vor dich in dem Gebet, das dein Sohn uns gelehrt hat. Wir beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Und wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir wollen wieder singen zum Abschluss, Geh unter der Gnade. Wir dürfen uns erfüllen lassen von der Gnade Gottes, die all unsere Sorge übertrifft. Die Nummer 543, die Strophen 1 bis 3. 543, Geh unter der Gnade. Da gibt es noch mal eine extra Strophe. Wo ist die? Können Sie die gerade spielen? Aber sonst singen wir einfach dieses hier.
Ja, so bleibt mir jetzt noch vielen Dank zu sagen an Herrn Studnitzky fürs Begleiten am Klavier und auch für Herrn Schmidt und Herrn Maas bei der Technik. Und Ihnen allen wünsche ich jetzt einen gesegneten Abend und ein gutes Wochenende. Gehen Sie mit der Gnade Gottes in diesen Abend und empfangen den Segen unseres Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.